Hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde und Facebook-Gemeinde. Hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder mit dem Firsts and Lasts Tag. Ich habe hier mein schlaues Büchlein, was ich ja mittlerweile benutze, um viele Recherche zu machen für die unterwegs in Dessau-Videos und auch für meine Tags, die ich zurzeit sehr gerne mache. Und heute werden es halt die ersten und die letzten Male sein, die ich euch präsentiere. Von mir für euch. Dann wünsche ich euch dabei viel Spaß. Mein erster Tweet. Mein erster Tweet war bei... Also ich habe nur einen Tweet gemacht. Bei Twitter, und der war: Ich gehe jetzt zum Auftritt von meiner damaligen Theatergruppe. Und dann habe ich mich auch wieder bei Twitter gelöscht. Mein erstes YouTube-Video. Mein erstes YouTube-Video war ein Casting für Matthias Schweighöfer. Für den Film weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ich glaube... What a Man? Glaube ich. Ja, er hat zum Online-Casting aufgerufen und da habe ich mitgemacht. Ja, das Video gibt es aber leider nicht mehr. Die erste Person, die ich auf YouTube abonniert habe, das war einer der großen YouTuber. Dein erstes Facebook-Profilbild. Mein erstes war ein Foto von mir, sehr gestelltes Profilbild. Ja, als ich noch rot-schwarze Haare hatte. Und ich blende es euch ein. Redest du noch mit deinem ersten Beziehungspartner? Wenn wir Kontakt hätten, bestimmt. Vielleicht. Keine Ahnung. Was war dein erstes alkoholisches Getränk? Sekt. Von meinen Eltern. Bekommen. Bestimmt. Sekt. Und wenn man es so nimmt, was ich selber getrunken habe, Wodka! Wodka E und Wodka Cola. Was war dein erster Job? Mein erster Job war Zeitung austragen, wie glaube ich jeder. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto habe ich noch nicht. Ja, es ist so, ich habe mein erstes Auto noch nicht. Aber wenn es ein Traumauto werden sollte, dann wäre es ein Chevrolet Impala. Ja, das wäre sehr, 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 sehr traumhaft. Nein, ein Camaro, ein Chevrolet Camaro, ein gelber mit schwarzen Rallye-Streifen. Wie der Bumblebee. Wer hat dir heute das erste Mal geschrieben? Meine Schwester. Meine Schwester hat mir einen wunderschönen guten Morgen gewünscht und einen sonnigen Sonntag. Und er wird schön sonnig, denn ich sehe sie gleich wieder. An welche Person hast du heute Morgen als erstes gedacht? An meinen Freund. Wer war deine erste Klassenlehrerin? Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich euch nicht sagen. Wohin ging es, als du das erste Mal im Flugzeug saßt? Ich war mal im Flughafen. In der Kontrolle. Aber weiter bin ich nicht gekommen. Nicht, weil ich irgendwas dabei hatte, sondern weil das von der Schule war und ich nicht unbedingt in ein Flugzeug steige. Auch nicht steigen möchte. Wer war dein erster bester Freund und habt ihr noch Kontakt? Meine erste beste Freundin im Kindergarten war Kerstin, daran kann ich mich sogar noch erinnern. Das ist krass. Ja, und Kontakt haben wir nicht mehr, nein. Bei wem und wann hast du das erste Mal übernachtet? Bei der Kerstin. Und das war bestimmt mit 5 oder 4 oder 5 Jahren so um die Dreh herum. Was war das Erste, was du heute Morgen getan hast? Geduscht! Ich habe heute Morgen als erstes geduscht. Dein erstes Konzert, auf dem du warst.
Direkt auf einem Konzert war ich nicht. Ich war immer so auf Arenen, so SAW-Arena oder so, sowas. Aber auf einem Konzert, wofür ich auch Karten gekauft habe, war Mario Barth. Das ist an sich nicht kein Konzert, aber es ist halt so. Dein erster gebrochener Knochen. Da ich bis ich 6 Jahre alt war, ziemlich verschont gewesen war von Knochenbrüchen und so weiter, kann ich als meinen ersten gebrochenen Knochen nur zählen. Weil ich hatte mit 6 Jahren einen schweren Verkehrsunfall und da ist mein Schädel in zwei gebrochen. Ja, das war mein erster gebrochener Knochen. Also dein erstes Piercing. Und ich möchte auch keins haben. Wo warst du zum ersten Mal im Ausland? In der Tschechei. Dein erster Film, den du geschaut hast. Ich blende euch jetzt mal nur Musik ein im Hintergrund. Und dann wisst ihr eigentlich schon, welcher Film das ist. Das war mein erster Film, den ich geschaut habe. Wann hast du das erste Mal Hausarrest bekommen und warum? Ich habe Hausarrest bekommen, nicht direkt, aber man kann es so sagen, mit 11 oder 12 Jahren, weil ich ziemlich lange draußen in der Nacht herumspaziert bin mit Freunden und wir wurden von der Polizei aufgegabelt und so. Sind dann noch von dem weggerannt, aber wurden dann doch wieder ins Revier gebracht und bla. Da habe ich das erste Mal was rausbekommen. Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst? Kopfhörer raus und Handy ans Ladegerät. Und ja, Leute, jetzt kommt die letzte Frage. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Mit 12 oder 11? Oder so in der Tagesgruppe damals. Und weil ihr jetzt die ersten Male von mir bekommen habt, bekommt ihr natürlich gleich hinten dran die letzten Male. Das muss natürlich gleich alles so ineinander überfließen. Viel Spaß dabei. Falls bei den ersten Malen von meinem letzten Video die ersten und letzten Male auf meinem anderen Kanal. Falls sich da was total eigentlich anders ergeben hat, habe ich einfach jetzt mehr drüber nachgedacht oder damals mehr drüber nachgedacht und jetzt einfach losgelabert. Also, wenn so ist die Sache. Ja, falls da was nicht übereinstimmt oder so, einfach unten drunter schreiben oder mir persönlich sagen. Jetzt kommen die letzten Male. Mein letzter Tweet. Ich gehe jetzt zum Auftritt und habe mich bei Twitter gelöscht. Meine letzte Mahlzeit blende ich euch ein von gestern Abend. Mein letzter Traum. Mein letzter Traum war ziemlich verwirrend, weil ich weiß nicht mehr selber, um was es ging, aber ich weiß, dass ich irgendwo schreiend in der Ecke saß. Warum? Meine letzte SMS, die ich bekommen habe, war eine Faust. Und die letzte, die ich geschrieben habe, ich mache mein Video in der Wohnstube. Das habe ich jetzt letztens geschrieben. Mein letzter Kuss. Mein letzter Kuss war gestern Abend oder heute Morgen, wie man es nimmt. Mein letzter Schulkauf, Schuhkauf, nicht Schulkauf, ich kaufe keine Schule, ich kaufe nur Schuhe, kann ich euch sogar zeigen. Das war das Buch. Kann ich euch sogar zeigen. Tadadada, meine Turnschuhe, die schon ein bisschen dreckig sind, das gucken wir jetzt einfach mal weg. Meine Turnschuhe. Das war mein letzter Schuhkauf. Mein letztes Instagram-Bild. Da müsste ich jetzt ganz, ganz viel in gelöschten Dateien suchen. Ich habe keine Ahnung. Das ist das gleiche wie bei Twitter. Ich habe mich da einmal kurz sehen gelassen und das war's. Ich habe keine Ahnung, Leute, was mein letztes Instagram-Bild war. Mein letzter Kinobesuch. Mein letzter Kinobesuch war Jurassic World am 11. Juni 2015.
Deine letzte abonnierte Person auf YouTube war Pose Number 13. Den Link bekommt ihr hier in der Infobox. Funny. Yeah. Meine letzte Übernachtung. Meine letzte Übernachtung war bei meinem Freund. Das letzte, was du vor dem Schlafengehen machst. Wenn er da ist, meinen Freund küssen. Wenn ich alleine bin, mir Musik anmachen nochmal. Oder je nachdem dann auch die Musik aus. Mein letztes gelesenes Buch. Mein letztes gelesenes Buch kennt ihr ja schon von dem Too Much Information Tag. Aber ich kann es nochmal sagen, die Bücherdiebe. Die Bücherdiebe. Das war es wieder von mir. An diesem Sonntag für euch den letzten und ersten Male Tag. Andersrum. The first and the last Tag von mir für euch. Und natürlich, wie immer, an jedem Tag-Ende werden auch Leute getaggt. Nehme ich wieder die Elisa von Elisa in Kiwi. Ich glaube, sie kann mich in letzter Zeit nicht mehr irgendwie leiden. Diesmal kommt doch der Dennis dran von Tastic TV. Und die Gitter von Kitty the Sheep natürlich. Wie immer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und einen wundervollen sonnigen Sonntag. Und eine wundervolle nächste Woche. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder von mir für euch ein Unterwegs in Dessau Video. Auf Wiedersehen. Bis bald. Gab's da nicht mal ein Lied? Mach's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Denn jetzt ist es Zeit zu gehen. Doch hey, kein Grund zum Traurigsein. Denn ich weiß, wir werden uns bald wiedersehen. Uns bald wiedersehen. Das war von der Bär im großen blauen Haus. Von mir für euch. Wenn euch gefallen hat das Video, lasst mir einen Daumen da. Nach oben natürlich. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich aber ganz schnell. Das war Lisa aus Dessau.